Katholisch 1TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Von Indien über Rom nach Großaitingen. Pfarrer Soni ist einer von 75 Urlaubsvertretern im Bistum. Von der Erde in die Höhe. Zauberer Hardy lässt Bischof Bertram Meyer schweben. Und Sommerplaudereien. In dieser Woche plaudern wir mit Diakon Andreas Martin. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Wir sind mitten im August, das heißt, viele Menschen haben gerade Urlaub. Auch für viele Pfarrer ist jetzt Ferienzeit. Damit ihre Pfarreien nicht ohne Priester sind, kommen in das Bistum Augsburg jedes Jahr Priester aus dem Ausland, um zu helfen. In diesem Jahr sind es etwa 75. Wegen der Pandemie konnten diesmal nur Priester kommen, die sich bereits in Europa aufgehalten haben. Einen davon, Pfarrer Soni, haben wir kennengelernt. Er ist in der Pfarreiengemeinschaft Großaitingen und hält die Stellung für Pfarrer Hubert Ratzinger. Ein schöner Sommertag in Großaitingen. Die für eine Dorfkirche ungewöhnlich große Pfarrkirche St. Nikolaus sticht heraus. Pfarrer Soni hat einen Termin im Pfarrbüro. Mit den Pfarrsekretärinnen bespricht er, was in den nächsten Tagen anliegt. Gottesdienste, Beerdigungen, jeder Tag ist anders. Pfarrer Soni stammt aus Kerala in Südindien. Er hat zwei Schwestern, beide gehören dem Orden der Karmelitinnen an und er ist schon Onkel. Sein Bruder ist verheiratet und hat drei Kinder. Pfarrer Soni ist jetzt schon zum 5. Mal im Bistum Augsburg und auch schon zum 2. Mal in der Pfarreiengemeinschaft Großaitingen. Es gefällt ihm hier also ganz offensichtlich. Ich fühle sehr zu Hause hier und die Menschen sind sehr nett zu mir. Sie sind freundlich, hilfsbereit und verständnisvoll. Manchmal die Leute laden mich zum Mittagessen oder Abendessen ein und auch gibt es Tagesausflüge, zum Beispiel zu Pilgerorten wie Maria Vesperbild oder Maria Knötenlöserin in Augsburg. Seinen Aufenthalt verdankt er auch Gabriele Knoller. Sie organisiert seit vielen Jahren in der Diözese Augsburg die Urlaubsvertretungen. Im Grunde nach ist dieses Programm für die Priesterstudenten gedacht, die in Europa studieren, meistens in Rom oder in Läufen. Die haben ein Studium genehmigt gekriegt vom Heimatbistum oder vom Heimatorden. Und das kann aber in der Regel nur bezuschusst oder selbst nicht bezahlt werden. Und dann müssen sie selber ein bisschen auch für ihr Studium sorgen. Und dann bewerben sie sich in den Sommermonaten für Aushilfstätigkeiten. Zurück in Großaitingen. Zusammen mit Diakon Armin Pfänder geht Pfarrer Soni in die großartige Pfarrkirche St. Nikolaus. Auch wenn beide Männer aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen kommen, ihr Glaube schafft eine starke Brücke. Katholisch heißt nicht umsonst allumfassend. Der katholische Glaube verbindet die Welt. Die Menschen, die ich getroffen habe, stehen fest in ihrem Glauben. Ich habe diesen Tagen gehört, eine Gruppe von Menschen eine Woche lang ein Fastenlaufen gemacht hat, hier. Und für jeden gelaufenen Kilometer haben sie etwas für die Betroffenen von Hochwasser gespendet. Das zeugt von ihrem tief verwurzelten religiösen Leben. Pfarrer Soni hat in Indien Philosophie und Theologie studiert. Er wurde im Jahr 2006 zum Priester geweiht. Später ging er nach Jerusalem für weiterführende Studien. 2017 ging er nach Rom. Ich habe 4,5 Jahre ein Doktoratstudium in Rom gemacht. Im Juni war die Verteidigung meiner Doktorarbeit. Jetzt ist es Zeit, dass ich nach meinem Heimatbistum gehe und dort arbeite. Mitte September gehe ich nach Indien zurück. Ein Mann der Weltkirche, für den Großaitingen auch ein bisschen zur Heimat geworden ist. Und so bereichern unsere Urlaubsvertreter auch immer wieder unsere Pfarreien. Es ist ein Geben und Nehmen. Neudeutsch heißt das dann Win-Win. Rund 3000 Menschen waren am vergangenen Sonntag in Maria Vesperbild, um gemeinsam das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel zu feiern.
Endlich wieder gemeinsam in einer Gemeinschaft von Gläubigen. Die Predigt hielt Bischof Bertram Mayer. Zum ersten Mal war er hier als Bischof. Den Wallfahrtsort kennt er aber seit seiner Kindheit. Und auch mit Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichert verbindet ihn eine lange Freundschaft. Maria Vesperbild, der größte schwäbische Wallfahrtsort, ist aus dem Corona-Dornröschenschlaf erwacht und zieht die Menschen wieder in seinen Bann. Endlich wieder viele Menschen in Maria Vesperbild. Monatelang musste auch der größte schwäbische Wallfahrtsort mit den Corona-Beschränkungen leben. Jetzt durften die Gläubigen wieder kommen. Und das taten sie in großer Zahl. Die Verantwortlichen schätzten etwa 3000 Menschen, allein am Abend bei der Messe und der anschließenden Lichterprozession. Am Nachmittag war durch Schwaben noch ein heftiges Unwetter gezogen, aber pünktlich vor dem Gottesdienst war die Luft wieder klar. Festprediger war zum ersten Mal Bischof Bertram Mayer, der in seiner Predigt das Fest als Geburtstagsfeier für das ewige Leben bezeichnete. Maria sah durch ihr beherztes Ja zu Gott ein Vorbild für Christen bis heute, so wie ihr Mann Josef ein Vorbild der Treue sei. Und dann wurde Mayer auch politisch. Er trat für einen unbedingten Lebensschutz ein und forderte alle Christen auf, hier eine klare Ansage zu machen. Es kann nicht sein, dass Menschen, die Schwächsten, die Kleinsten, dort am schutzlosesten sind, wo wir ihnen keine Stimme mehr geben. Und das ist sehr oft im Mutterleib und auch in unseren Hospizen, in unseren Seniorenheimen. Und da kann ich nur sagen, da müssen wir dranbleiben. Ich wünsche mir schon, auch von Politikern, nicht nur einer Partei, sondern von allen Politikern, quer durch die Landschaft der Parteien, die als Christen sich engagieren wollen, dass sie das Thema Schutz des Lebens ganz oben ansetzen. Nach der Messe zogen die Menschen mit Kerzen in der Hand, singend und betend, durch den Wald und die angrenzenden Wiesen. Es gab immer noch Abstandsregelungen, denn die Pandemie ist ja noch nicht vorbei, obwohl sich an diesem Abend in Maria Vesperbild schon vieles wieder anfühlte wie früher. Die Stimmung, die durch eine so große Gemeinschaft von Gläubigen entsteht, war wieder da. Auch Bischof Mayer zog mit den Menschen mit. Für ihn war der Besuch hier in Maria Vesperbild übrigens ein Heimspiel. Er kennt den Ort seit seiner Kindheit. Vesperbild ist die schwäbische Hauptstadt Mariens. Ich will nicht Altötting Konkurrenz machen, aber ich glaube, dass wir hier so ein bodenständiges Marienheiligtum haben. Das brauche ich nicht aufpeppen, das ist einfach da seit Jahrhunderten. Und da gehen Menschen, Frauen, Männer, junge, alte her, auch nicht immer nur zu so großen Gottesdiensten wie heute, sondern sie schütten bei der Mutter Gottes, bei der schmerzhaften Mutter Gottes, ihr Herz aus. Und deshalb muss ich einfach sagen, dass es heute so ein großes Fest des Glaubens war. Ja, eine Manifestation des Glaubens, das hat mich schon zu Herzen gerührt. Also ich habe es ganz besonders schön empfunden. Ich möchte sagen, das Schönste, seit ich hier bin, der schönste Abend. Es war heute so ruhig, so fromm, darf man sagen, so andächtig, ergreifend. Also mich hat es wirklich sehr berührt heute. Maria Himmelfahrt in Vesperbild ist für viele Menschen ein fester Programmpunkt in ihrem Glaubensleben. Wer einmal da war, kommt immer wieder. Sehr schön. Ich bin eigentlich jedes Jahr da. Doch, es war sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Und seitdem die Kinder jetzt größer sind, sind wir öfter hier. Jetzt bin ich heute allerdings allein da, weil in der Früh waren wir schon bei der Kräuterbuschenweihe daheim sozusagen. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, heute wieder hierher zu kommen am Abend. Es gehört einfach dazu und wenn man ums Eck wohnt, dann erst recht. Heuer habe ich es noch toller empfunden, weil man mit Corona ein bisschen so Abstand von der Kirche gehabt hat. Und jetzt bin ich wieder so richtig reinkommen. Das war wunderschön. Also mit der Lichterprozession, speziell so in der Nacht, dann verbindet man das mit dem Licht Gottes, mit dem Licht Marias. Und so das Ganze allgemein mit so vielen Menschen, das zu sehen, besonders jetzt nach Corona, fand ich jetzt spitze, sehr gut, dass der Zusammenhalt noch so trotzdem so stark ist, dass der Glaube noch so stark ist, finde ich. Und der Ort hier ist optimal für diese Feier immer.
Die Lichterprozession findet ihr Ende an der Mariengrotte. Hier war von Pater Löffler und seinem Team wieder ein wunderbarer Blumenteppich ausgelegt worden, der im Kerzenlicht schimmerte. Er sollte an die Marienerscheinung vor 175 Jahren in La Salette erinnern. Mit dem feierlichen Segen und der Papsthymne endete der Abend, so wie Bischof Bertram Mayer es gesagt hatte, als Manifestation des Glaubens. Was in dieser Woche sonst noch wichtig war, das sehen Sie jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten, die mit einem Jubiläum beginnen und einem Geburtstag enden. Am Montag beginnt die Festwoche zum 500. Jubiläum der Fuggerei. Das Motto: Ein Impuls in die Welt für die nächsten 500 Jahre. Gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, zahlreichen geladenen Gästen und Bewohnern der Fuggerei eröffnet die Familie Fugger das Jubiläumsjahr. Ab Montagabend präsentiert sich die älteste Sozialsiedlung der Welt dann den Besuchern mit einem vielseitigen Programm. Eine Woche lang gibt es zahlreiche Vorträge, Ausstellungen, thematische Führungen, Musik und am Sonntag einen Festgottesdienst in St. Moritz. Das ausführliche Programm finden Sie im Internet unter www.fuggerei-next500.de. Mehr dazu auch in unserer nächsten Sendung. Der ökumenische Schöpfungstag, den Christen verschiedener Konfessionen jährlich im Herbst begehen, wird mit zwei zentralen Veranstaltungen im Bistum Augsburg gefeiert. Die bundesweite Feier findet am 4. September im Rahmen einer Schiffstour auf dem Bodensee statt. Wir werden darüber berichten. Die bayernweite Veranstaltung ist am 12. September an der Wegkapelle bei Peterswörth nahe Gundelfingen. Nähere Informationen zu beiden Feiern und weiteren Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage des Bistums, ebenso Impulse und Materialien. Bischof Bertram Mayer lädt auch die Pfarreien dazu ein, sich mit eigenen Aktionen rund um das Thema Schöpfung bewahren am ökumenischen Schöpfungstag zu beteiligen. Der emeritierte Augsburger Weihbischof Josef Grünwald feiert an diesem Sonntag seinen 85. Geburtstag. Grünwald, ein Augsburger durch und durch, wuchs als Kind in der Peutinger Straße gegenüber vom Augsburger Dom auf, der wie eine zweite Heimat für ihn war und ist. Er wurde dort getauft, war Ministrant, später Domvikar, Domkapitular und Domdekan. 1995 wurde er zum Weihbischof geweiht. Mit seinen 85 Jahren erfreut er sich guter Gesundheit. Ich denke, es ist eine Gnade, wenn man so alt werden kann. 85 ist immerhin ein Alter. Meine Eltern sind nicht so alt geworden. Und mit Feiern, ja gut, in kleinem Kreise. Denn ich habe ja voriges Jahr ausgiebig feiern können bei meinen Doppeljubiläen. 60 Jahre Priester und 25 Jahre Weihbischof. Hier Bilder vom Jubiläum im Juli 2020. Weihbischof Grünwald nimmt auch weiterhin rege Anteil am kirchlichen Leben. Die vergangenen 1,5 Jahre Corona-Zeit hat er gut überstanden. Es waren die gegebenen Einschränkungen natürlich da. Vor allem geht mir jetzt St. Elisabeth, das Kloster, ab. Da war ich über 40 Jahre täglich zur Messe, wenn ich in Augsburg war. Das Kloster ist aufgelöst und jetzt bin ich halt mehr auf den Dom konzentriert, nicht? Aber sonst die üblichen Dinge, die man so tut. Spazieren gehen natürlich, ein bisschen in den Garten runtergehen und auch die geistlichen Übungen selbstverständlich mit Priorität. Von unserer Seite an dieser Stelle natürlich auch die besten Glück- und Segenswünsche zum 85. Geburtstag. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht's gleich weiter und zwar mit dem schwebenden Augsburger Bischof und mit unserer Reihe Sommerplaudereien. Raiffeisenbank Westallgäu. Wir sind für Sie da. Online, telefonisch oder in Ihrer Filiale. Folgen Sie uns auf Instagram für aktuelle Informationen und Aktionen. Raiffeisenbank Westallgäu. Keine Bank ist näher. Warum wir Ihnen Louis GF Optik empfehlen? Na, Ihren Augen zuliebe. Louis GF Optik ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 100 Augenoptikern. Fachlich top, Auswahl top, Preise top. Louis GF Optik in Oberstaufen an der Mariensäule und unter louis-gf.de.
Leiten Sie gezielt Interessenten auf Ihre Website und steigern Sie das Kundeninteresse, die Aufrufe und Ihre Online-Verkäufe mit Google Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Egger Technologie ist Ihr professioneller Partner für Trinkwasseraufbereitung aller Art. Natürlich mit Vollservice, Beratung, Planung, Montage und Wartung. Alles aus einer Hand. Mit Technik von Egger wird's Wasser lecker. Küchenmeier, die Küchen Nummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radelstadel Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de ist Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren, Lebenslauf hochladen und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Oder ohne Registrierung direkt mit einem Klick bewerben. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir machen weiter mit einem Beitrag, auf den ich mich jetzt ganz besonders freue. Nie hätte ich gedacht, dass ich so einen Satz mal sagen würde. Augsburgs Bischof Bertram Mayer hat vergangene Woche die Gesetze der Schwerkraft überwunden und schwebte über dem Boden. Na gut, er hatte fachkundige Hilfe. Der berühmte Zauberkünstler Hardy hat es möglich gemacht. Und ich darf sagen, die beiden Herren haben sich prächtig amüsiert. Wie hat Roberto Blanco mal gesungen? Ein bisschen Spaß muss sein. Montagvormittag in der Fuggerei. Der nicht nur in Augsburg berühmte Zauberkünstler Hardy hat seinen Bischof zu sich eingeladen, mit dem Versprechen, ihn schweben zu lassen. Das ist doch mal eine Ansage. Und so treffen sich beide Herren, um das Vorhaben umzusetzen. Hardy, der in Buchlohe aufgewachsen ist und als Zauberer im Laufe von 50 Jahren vor Hunderttausenden von Schülern aufgetreten ist, lebt seit 4 Jahren in der Fuggerei. Gerne zeigt er seine Wohnung Bischof Mayer. Aber dann geht's auch schon los. Von allen mit Spannung erwartet, würde der Bischof wirklich schweben? Er setzt sich auf eine Platte zwischen 2 Stühle, legt sich vorsichtig hin und dann beginnt der Zauberer mit seiner Kunst. Zusammen mit seinem Assistenten entfernt er sowohl die Platte als auch einen der 2 Stühle. Voila! Ich habe es auch nicht geglaubt. Das hier ist jetzt absolut unser schwebender Bischof von Augsburg. Tatsächlich, ein schwebender Bischof erfährt die Leichtigkeit des Seins und ist doch froh, als er wieder den festen Boden unter seinen Füßen fühlt. Vor allem jetzt in der Zeit, wo ich eigentlich auch ein bisschen im Urlaubsmodus bin, ist schweben dürfen auch etwas, was mit Ferien, Urlaubsfeeling zu tun hat. Hat gepasst. Es war super, aber auch nicht ungefährlich. Mir ist der Schweiß gelaufen, weil der Herr Bischof das noch nie im Leben gemacht hat. Und da weiß man nie, wie sowas dann ausgeht. Und ich muss sagen, ja, er hat es gut überstanden und wir sind darüber glücklich hier in der schönen Fuggerei. Und dann noch eine kleine Überraschung. Hardy zieht dem Bischof das Geld nicht aus der Tasche, sondern aus der Nase. Eine Sonderkollekte als Entschädigung für die Anstrengung. Was für ein toller Moment in der 500 Jahre alten Fuggerei. Wir machen weiter mit unseren Sommerplaudereien. Dafür sind wir nach Balderschwang gefahren. Dort waren wir mit Diakon Andreas Martin verabredet. Er hat schon ziemlich viel gemacht in seinem Leben. Er war Kirchenmusiker, hat im Radio gearbeitet, war Großhandelskaufmann. Naja, und dann kümmert er sich als ständiger Diakon noch um Pilgerreisen. Und nicht zuletzt ist er Ehemann und Familienvater. Eine ganze Menge schon mal, aber noch lange nicht alles. Als wir ihn in seiner Wahlheimat Balderschwang besucht haben, hat er uns zusätzlich noch mit einem Ständchen überrascht. Und damit beginnt heute mal ganz untypisch unsere Sommerplauderei. Thank you.
Das sind ganz besondere Sommerplaudereien, wofür wir uns mit Ihnen verabredet haben. Denn es hat noch nie mit Alphornbläsern angefangen, das haben wir gerade schon hören dürfen. Wir waren noch nie auf so einem Nagelflugstein gesessen. Und jetzt sind Sie gar kein Urbayer. Sie sind jetzt hier in Balderschwang, im letzten Eck von Bayern, sind aber eigentlich aus Rheinland-Pfalz und sind so richtig Reingeschmeckter, so ein Zugreister. Wie haben Sie denn hier den Anschluss gefunden? Wie sind Sie überhaupt hergekommen? Ja, spannende Geschichte. Erstmal herzlich willkommen hier in Balderschwang, in diesem schönen Ort auf über 1000 Meter Höhe und wie Sie schon sagen, hier in dieser wunderschönen Natur. Ich darf also hier wirklich wohnen, wo Menschen Urlaub machen und das freut mich also sehr. Wie bin ich hierher gekommen? Ist eine längere Geschichte. Jedenfalls war für uns immer mal klar gewesen, für meine Frau und mich, uns zieht es entweder an die Nordsee, also in den Norden, oder in die Berge. Und wenn irgendwann der Wind günstig ist, dann machen wir das. Und so haben wir das umgesetzt, ganz grob gesagt, den Koffer gepackt, im wahrsten Wortsinne, und sind hierher gereist und freuen uns, hier zu sein. Und wie sind wir angekommen hier und wie wurden wir aufgenommen? Da kann ich nur sagen, herzlich. Wir sind wirklich herzlich aufgenommen worden. Wir haben uns eingebracht in den Ort. Ich darf mit Alphorn spielen bei meinen Alphorn-Kollegen. Das ist für mich eine ganz große Ehre und auch direkt eine große Freude. Und das ist auch was Besonderes und das hilft auch immer weiter hineinzukommen und anzukommen. Klar, Musik verbindet ja eigentlich immer die Menschen und Musik war Ihnen von Anfang an in Ihrem Leben ja nicht fremd. Also Sie sind ja wirklich, ich sag mal, ein geborener Musiker und ein Musikfreund. Sie haben, das haben Sie mir mal erzählt, Sie haben schon mit 12 Jahren in Ihrer damaligen Pfarrei Orgel gespielt. Ist das nicht wahnsinnig früh und sehr ungewöhnlich? Ja, ob es ungewöhnlich ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls habe ich schon sehr früh mit dem Orgelunterricht begonnen. Orgelmusik hat mich schon seit jeher fasziniert. Meine Eltern haben das erkannt und haben dann einen Orgellehrer organisiert. Und der hat mir dann so ein bisschen Orgelspielen beigebracht und es ist dann immer weiter gewachsen und gewachsen. Und ich durfte dann in der Kirche in der Tat Orgelspielen üben, weil die Pfeifenorgel war für mich das Instrument. Also so eine Tanzorgel, das kam für mich irgendwie nicht in Frage. Und der damalige Pfarrer hat das ebenfalls auch erkannt und hat gesagt, am nächsten Donnerstag, das war dann immer die Werktagsmesse, kommst du in diese Kirche und spielst die Orgel. Und damit war es gesetzt. Und somit bin ich dann noch mehr hineingewachsen in das Orgelspiel, aber auch dann in die Begleitung der Heiligen Messe durch diesen Pfarrer, der das erkannt hat und mich unbedingt dort haben wollte als Organist. Ja, und die Anfänge kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da ging auch mal was schief, aber ich glaube, das ist auch ganz normal mit 12 Jahren, wenn man als 12-jähriger Bub an so einem Instrument sitzt. Und dann ist das immer weiter gewachsen und ja, es macht mir große Freude, auch heute noch Orgel zu spielen. Sie haben ja trotzdem noch was Ordentliches gelernt, auch in Ihrem Leben, und zwar Großhandelskaufmann haben Sie gelernt. Wie kam das dann eigentlich? Und Sie waren dann, das füge ich gleich nochmal an, Sie waren ja dann auch nochmal hauptberuflicher Kirchenmusiker. Was kam zuerst und warum? Wir hatten ein Lebensmittelgeschäft zu Hause und da lag es sehr nahe, dass man auch in diesem kaufmännischen Bereich, der in unserer Familie schon viele, viele, zig Jahrzehnte Tradition hat, auch dann in diese Fußstapfen steige. Von daher lag es nahe, Großhandelskaufmann im Innen- und Außenhandel zu lernen, sozusagen, wie Sie schon richtig bemerkt haben, und das haben meine Eltern mir auch schon oft gesagt, etwas Ordentliches zu lernen als Großhandelskaufmann. Es hat mir sehr viel gebracht. Ich habe sehr viele unterschiedliche Menschen, auch international, durch den großen Außenhandel kennengelernt, anders denken gelernt, aber dennoch hat mich was bewegt, weiter in der Richtung Musik. Ich wollte es einfach nie aufgeben. Und habe also dann das intensiver lernen dürfen und auch noch ein Stück Theologie kam dazu. Und insofern war das eine ganz gute Kombination, auch Musik und auch das Kaufmännische, man lernt ja auch immer weiter, miteinander zu vereinbaren. Und selbst das hat irgendwie noch nicht gereicht, um Ihren ganzen langen Tag auszufüllen. Sie haben dann relativ früh im Leben schon, also noch nicht hier in Bayern, sondern damals noch in Rheinland-Pfalz gesagt, ich möchte noch mithelfen, ich möchte den Menschen helfen. Sie haben im Kinderhospiz ehrenamtlich mitgearbeitet. Das war ja sicher auch nicht einfach. Ja, in der Tat. Ich war zunächst hauptberuflicher Kirchenmusiker in einer Pfarrei und war dort sehr eingespannt, aber mir war es halt auch wichtig, Menschen irgendwie zu unterstützen und zu helfen. Das ist so ein Urbedürfnis von mir gewesen. Und da bin ich aufmerksam geworden auf eine Zeitungsannonce von einem Kinderhospiz, die um Helfer, kann man ruhig sagen, geworben haben. Ja? Und habe mich dort vorgestellt und in der wenigen freien Zeit, meistens dann am Abend bis in die Nacht hinein oder dann auch nachts bis am nächsten frühen Morgen, habe ich die Zeit aufgebracht und habe dann dort geholfen. Tische gedeckt, abgeräumt, Händchen gehalten, vielleicht sogar Tränen getrocknet und manchmal auch Augen geschlossen. Das sind also solche Aufgaben, die dazu gehören, die auch sehr prägsam sind für das Leben. Also ich kann es auch jedem nur empfehlen, auch mal in diesen Bereich hineinzuschauen, wie dort gearbeitet wird. Eine ganz wunderbare Arbeit geschieht dort.
wie man Menschen, in diesem Fall waren es Kinder gewesen, auf dem letzten Lebensweg noch ein lebenswertes Leben versucht zu machen. War das dann, ich sag mal, ein weiterer Punkt, der Sie irgendwann auch dazu gebracht hat, zu sagen, jetzt möchte ich auch noch zusätzlich Theologie studieren? Das war dann irgendwie so ergänzend, irgendwie in der Pfarrei tätig, Kirchenmusik gemacht, im Kinderhospiz geholfen. War das dann so der Punkt zu sagen, ich will Theologie studieren, ich will Diakon werden, ich will wirklich in der Kirche, für die Kirche arbeiten? Ja, ich habe die Kirche ja sehr nah kennengelernt durch meine berufliche Tätigkeit und auch in der Arbeit im Hospiz. Stellt sich auch die Frage auch ganz automatisch nach Gott und nach Kirche und so weiter. Das sind so Fragen, die dann aufkommen, um es mal ganz sachlich auch zu sagen. Aber in mir ist in der Tat dadurch der Ruf gereift. Man muss sich das so vorstellen, es ruft plötzlich jemand, werd doch mal Diakon oder denk doch drüber nach, so kann man sich das irgendwie vorstellen, aber das tut man dann zunächst mal in die eine Ecke und sagt, das kann nicht sein und es gibt doch so viel Wichtigeres und so weiter und so fort. Aber durch diese Arbeit, das hat mir Einblicke verschafft, die vielleicht nicht viele Menschen bekommen, auch Einblicke in mein eigenes Glaubensbild, und das hat also wirklich dazu geführt, dass ich diesen Weg des Diakons eingeschlagen bin. Jetzt sind Sie hier in Balderschwang gelandet. Das ist wirklich, ich meine, hier gibt es nicht mehr viel Ablenkung. Das ist ein sehr kleiner Ort. Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? An was haben Sie Spaß? Ach ja, also wenn ich nicht arbeite, ich lese natürlich ganz gerne und das tägliche Studium gehört dazu. Aber auch so ganz handwerklich, also ich backe gerne Brot. Mhm. Das ist was ganz Besonderes. Sie haben sogar einen richtigen Brotbackofen, also einen Steinbackofen? Ich habe einen Steinbackofen, einen richtigen Brotbackofen, ganz richtig, der mit Holz beheizt wird und man backt da Brot wie vor, keine Ahnung, 50 Jahren. Und das ist auch eine ganz besondere Geschichte. Ich hatte im Kirchenchor ein alter Herr, der war Bäckermeister. Und da habe ich auch schon in der Tat Brot gebacken, allerdings so, wie man es halt so dann macht, wenn man anfängt. Und er hat gesagt, bring mir mal so ein Brot mit. Er hat sehr wortkarg, war er gewesen. Ich habe mir ein Brot mitgebracht, er bricht es so auf, hält die Nase dran, schaut rein und sagt, ich muss dir da mal was erklären. Und dann über die Wochen hinweg trafen wir uns dann immer zu speziellen Terminen. Er sehr wortkarg und ich stand dann neben ihm wie ein kleiner Auszubildender. Und er brachte mir bei, auf was man achten muss, wie sich der Teig anhören muss. Er war schon über 90 Jahre. Wie sich der Teig anhören muss, wie er sich anfühlen muss, wie lang die Stehzeit ist, wie lange er geknetet werden muss, was alles reingehört und was nicht und so weiter. Und brachte mir dann so, wirklich wie so einem Lehrling, die Handgriffe bei. Da bin ich sehr, sehr froh und stolz drauf, dass er das getan hat. Ja. Wenn wir hier so sitzen und wir stellen uns einen Sommertag vor, es ist kein richtiger Sommertag heute im Allgäu, aber so ist ja auch der ganze Sommer dieses Jahr irgendwie. Also wenn Sie sich einen schönen Sommertag vorstellen mit blauem Himmel, Sonnenschein und warm, welche drei Dinge gehören da dazu? Also als erstes gehört für mich natürlich das Gebet dazu. Das ist was ganz Wesentliches, weil so ein schöner Sommertag, der auch das Herz berührt, ist nicht selbstverständlich. Dann gehört auch schöne Musik dazu, Alphornmusik oder auch Orgelmusik. Das komplementiert den Tag. Und als drittes gehört für mich dazu auch ein gutes Essen. Das macht auch immer Freude. Dann bedanke ich mich heute ganz herzlich für das Gespräch. Die gute Musik hatten wir ja heute auch schon. Vielen Dank auch dafür, auch an Ihre Jungs, die mit Ihnen gespielt haben. Gerne. Es war ein wunderbares Gespräch hier bei unseren Sommerplaudereien. Gerne. Alles Gute auch für Sie. Dankeschön. Das Gespräch können Sie in voller Länge auf unserer Homepage anschauen. Mit den Klängen der Alphornbläser von Balderschwang darf ich mich von Ihnen verabschieden. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin Ihnen eine schöne Woche. Tschüss.